Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last Remnant. Und ich bin etwas heiser, wie man vielleicht hören mag, denn das ist die allererste Aufnahme seit meinem Festivalbesuch. Und ich bin mal sehr gespannt, wie lange das hier gut gehen wird. Das soll für euch jetzt keinen Nachteil bedeuten. Ich behalte mir jetzt für diesen Part vor, gegebenenfalls einen Cut einzubauen, denn wir haben ja hier den großen Vorteil, dass The Last Remnant uns ja erlaubt, hier jederzeit zu speichern. Und dann nehme ich notfalls zu einem anderen Zeitpunkt wieder auf. Aber ich habe einfach gerade tierisch Bock auf das Spiel und wollte das hier gerne weitermachen. Bevor wir uns jetzt in diesem Part weiteren seltenen Monstern widmen, möchte ich euch ganz kurz zeigen, was sich hier wieder getan hat. Unten rechts seht ihr nämlich, dass ich jetzt auf 4 Verbände umgestiegen bin und ich habe mir auch diesmal wieder den ein oder anderen Kommentar zu Herzen genommen, den ich gelesen habe. Nämlich, ihr hattet mir ja gesagt, und das zu Recht, dass ich bestimmte Leute als Anführer platzieren muss, damit die auch ihre ganzen komischen Spezialattacken anwenden können. Das ist bei Emmy, sind das die 100 Blumen, wo ich zuletzt öfter mal bedauert hatte, dass das bisher noch nicht zum Einsatz kam. Das ist bei hier bei Jäger Beowulf gewesen. Und ja, Rush und Davi sind ja mit Artefaktkünsten ausgestattet. Die behalten natürlich ihre Anführerposition. Das Einzige, was mir gerade einfällt, wartet mal. Bautzon hat doch irgendwann mal Kuss des Lebens gelernt, oder? Ich will nur mal eben kurz gucken. Nicht, dass das auch so eine Spezialattacke ist, die er nur als Anführer anwenden kann. Würde ich jetzt irgendwie nicht so cool finden. Nee, das ist aber unter den normalen Heilzaubern gelistet. Das heißt, er müsste das dann auch anwenden können. Naja, gut, ansonsten könnt ihr mir ja nochmal Bescheid geben, wenn das jetzt hier irgendwie Quark ist. Also ich habe die jetzt ein bisschen, ich sag mal, unverhältnismäßig angeordnet. Wir haben im Verband 4 von Emmy jetzt insgesamt 5 Mitstreiter drin, in anderen jeweils nur 3. Liegt einfach in der Tatsache begründet, schaut euch mal unten rechts die LP an und auch die AP. Ich wollte, dass zumindest die LP grob so im gleichen Bereich liegen und dass hier kein Verband irgendwie weitaus mehr hat als der andere. Und ich sehe gerade, dass da steht Sekte von Jäger. Zum ersten Mal gesehen, Leute, habe ich wirklich vorher gar nicht bemerkt. Aber es klingt irgendwie schon ganz schön böse. Guck mal seinen Blick noch dazu. Das ist irgendwie, ja, total witzig. Also ich bin gespannt, wie gut wir damit fahren. Kann natürlich auch sein, dass das total nach hinten losgeht. Aber naja, wir warten einfach mal ab. Notfalls kann ich ja nochmal umdisponieren. Und ja, wir haben im letzten Part schon 2 andere seltene Gegner gesucht. Und ich möchte jetzt die beiden restlichen Verbleibenden aufsuchen, die ja, die wir jetzt noch über jeden Quests offen haben. Und da wird uns der erste Weg ins Nebelmoor führen, wo wir den Boiner oder so suchen werden. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld wieder ein paar Notizen gemacht. Also wir müssen, um diesen grünen Gegner ausfindig zu machen, dürfen wir hier keine anderen grünen Gegner haben. Und wir dürfen hier nur Frösche und Amöben antreffen. Und da hinten sehe ich, glaube ich, einen Fleischfresser. Der darf hier natürlich nicht sein. Und ja, also zumindest, wenn man dem Last Remnant Wiki trauen darf, ne? Das weiß ich ja immer nicht. Aber ich gehe mal davon aus, das hat bisher in anderen Fällen auch immer ganz gut geklappt. Und ich gucke mal, ob ich jetzt mit euch zusammen, ich sag mal, gute Spawn-Konditionen zustande bekomme. Und wenn nicht, dann laufe ich einmal auch bei falschen Gegnern oder bei, ja, bei nicht richtigen Gegnern. Ja, dann sind es ja falsche Gegner. Laufe ich dann einmal zumindest mit euch zu dem Ort hin, wo wir den Gegner ausfindig machen. Hier sehe ich aber gerade nur Amöben, das ist ganz gut. Frösche dürfen hier auch noch sein, aber eben keine anderen grünen Gegner. Und ja, dann würde ich mal sagen, wartet mal, ach nee, da sind auch Frösche, okay, sehr gut, alles klar. Also ich nenne die jetzt immer Frösche, ich habe immer irgendwie keinen Plan, wie die hier alle eigentlich heißen und überhaupt. So, ein bisschen graben können wir ja unterwegs auch, schadet uns ja nicht. Wir haben inzwischen einen echt ordentlichen Buddelzähler, will ich meinen, also mit dem kommt man eine Weile ganz gut aus. Auch wenn ich immer wieder, wenn ich irgend so einen coolen Grabungspunkt finde,
dann immer dazu neige, den immer möglichst schnell zu verballern. Okay, da ist ein anderer. Das sieht mir sehr nach grünem Gegner aus. Ein Teufelsbaum. Na gut, den hatte ich jetzt eigentlich nicht auf dem Schirm, aber warum nicht? Ein paar grüne Gegner können wir ja mitnehmen. Schadet uns ja nicht. Ich werde euch nach diesem Kampf hier gegen den Teufelsbaum auch zeigen, wo wir den Boiner eigentlich finden würden, wenn wir jetzt diesen Teufelsbaum hier nicht hätten. Ne? Und ja, ich bin jetzt auch gespannt, wie das jetzt hier, ich mache mal eben den Turbo-Modus kurz aus, wie das jetzt hier funktionieren wird mit den neuen Konstellationen. Das ist total ungewohnt, da links jetzt mit den drei Charakteren, die hier nur zur Auswahl stehen. Ja, so, also ich habe übrigens auch, ich habe mich auch deshalb jetzt, warte mal, ich muss mich mal kurz dran gewöhnen. Also der dritte Verband ist nach wie vor der Kloppi-Verband. Und hier haben wir, glaube ich, so einen Mischmasch, ne? Also die sind, glaube ich... Oh, ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Dadurch, dass ich die alle so ein bisschen auseinandergerissen habe, bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, was hier am besten ist. Aber, ach, ich werde mich beim letzten Verband immer wieder ein bisschen danach ausrichten, wo mir die meisten AP angeboten werden und wo ich wieder bauchgefühlsmäßig die coolsten Angriffe loslassen kann. Irgendwie... Ich glaube, das liegt jetzt an der längeren Aufnahmepause, die ich hatte, aber irgendwie kommt mir das gerade nicht so vor, als ob der Turbo-Modus ausgeschaltet ist. Der ist noch an, oder? Habe ich den gerade... Ich habe den, glaube ich, gerade angeschaltet, obwohl ich den eigentlich ausschalten wollte. Aber okay, dann soll dem halt so sein. Dann mache ich jetzt in der nächsten Runde den wieder aus. Sorry. Ich bin noch nicht so ganz drin, ja. Ich muss mich erst auch innerlich wieder ein bisschen mental drauf vorbereiten. Denn die Gamescom, die war jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also da... Das habe ich noch vor mir und hatte eigentlich nicht eingeplant zwischen Gamescom und meinem Festival hier aufzunehmen. Also wer mein letztes Special-Video gesehen hat, der wird vielleicht wissen, wovon ich fasele. Ansonsten bitte einfach mal ganz geflissentlich überhören und ja, nee. Aber jetzt sitze ich hier doch und habe irgendwie total Bock drauf. Und das Einzige, was jetzt, ich sag mal, stimmlich bedingt... Jetzt habe ich vergessen, den Turbo-Modus auszuschalten. Mann, ey... Das Einzige, was stimmlich bedingt jetzt uns zum Nachteil werden könnte, ist, dass ich hier mit meinem Halsweh keine Xikis oder Yamas sprechen kann, weil mir das, habe ich das Gefühl, mein Hals irgendwie sprengen würde und... Wow, okay. Also wir müssen immer bedenken, ne? Also wenn ihr euch jetzt denkt, was für ein starker Gegner, dass wir das Ganze auch... Ach, jetzt? Nee. Okay, alles klar, jetzt weiß ich nämlich, ich hatte den Turbo-Modus nämlich vorher schon ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, was der letzte Kampf war im letzten Part. Das muss dann wahrscheinlich der zweite grüne Gegner gewesen sein. Aber okay, gut, wir kriegen das irgendwie hin. Hier habe ich jetzt den Omnischlag. Den nehme ich dann mal. Was haben wir hier zur Auswahl? Ich glaube, ich werde jetzt... Ach nee, wir nehmen jetzt lieber die passive Variante. Nicht, dass der gleich anfängt zu blinken und wir dann wieder... ein totales Problem haben. So, was ist mit euch hier kaputt? Statusveränderungen heilen. Ja, klingt doch gar nicht schlecht. So, und den hier, die sind auch nicht mehr so ganz gesund. Erholt eure LP. Wow, es sind aber echt viele AP in Anspruch. Ach, das ist zweimal Beleben mit drin, okay. Ich glaube, ich nehme hier fast mit denen durchhalten. Ja, ich nehme mit denen durchhalten. Ansonsten wird der Davi-Verband vielleicht um die Ecke kommen und die wiederbeleben, sollten die das jetzt nicht schaffen. Ah ne, guck mal, der heilt jetzt den Emmy-Verband, das trifft sich ja ganz gut. Das finde ich doch mal super klasse. Ich weiß auch gar nicht, also jetzt habe ich irgendwie 5-6 Tage gar nichts mehr aufgenommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte Nebenmissionen technisch eigentlich nichts mehr zu erledigen, wenn mich nicht alles täuscht. Wow, ey, dieser Teufelsbaum, der ist schon ein bisschen nervig, ne? Aber Jäger ist echt cool. Der ist echt der absolute Wahnsinn. Der hat irgendwie... nur Stärken, ja, der hat kein Manko, kein Nachteil irgendwie so in seinen Statuswerten. Und ja, eigentlich hatte ich übrigens, als ich jetzt die Verbände neu aufgestellt hatte, mal überlegt, so einen rein Weiberverband zu machen, ja, also bestehend nur aus Mädels. Aber wir haben gar nicht so viele Mädels. Und wenn ich Emmy, Glenis und, Glenis? Habe ich Glenis mit drin? Okay, jetzt bin ich wieder maximal verwirrt. Ey, warte mal, ich muss mal gleich ganz kurz dann gleich nochmal gucken. Ey, der hat angefangen zu blinken, sehr schön. Rush hat mit seinem Omnischlag auf jeden Fall ordentlich Kravumsschaden ausgeteilt. Warum habe ich ein Glenis mit drin? Das kapiere ich jetzt nicht. Die hatte ich doch irgendwann mal rausgenommen, oder?
Oder ich bringe da irgendwas total durcheinander, aber naja, wir kriegen das schon irgendwie hin, egal ob mit oder ohne Glenis. Hier halten wir mal die LP hoch. Ja, Statusveränderung heilen klingt ebenfalls gut. Und was habt ihr für ein Problem? So, ihr seid alle noch irgendwie paralysiert. Ich mache jetzt mal den Turbo-Modus wieder an. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den jetzt hier irgendwie getötet bekommen, wenn er jetzt nicht noch mit irgendwelchen besonders fiesen Angriffen um die Ecke kommt. Aber ja, der Lähmungsstrang, der ist irgendwie extrem uncool. Aber immerhin überleben wir den alle. Yay! Und wir haben den Teufelsbaum besiegt. Total außerplanmäßig, aber man weiß ja immer nicht, was so passiert, wenn man auf Gegnerjagd geht. Yay! Und Emmy hat ihr Beleben verbessert. Schade, dass wir nicht noch mehr bekommen haben, aber wir haben den Teufelsbaum gefangen und bekommen auch einen Feenkern spendiert. Das finde ich doch mal nicht verkehrt. Oh wow, ich habe das Spiel echt so vermisst. Ja, ich bin so ein elender Suchti, was bestimmte Spiele angeht. Also, das schafft nicht jedes Spiel. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe The Last Remnant irgendwie, ja, hat mir das so am meisten gefehlt. Ich weiß nicht, irgendwie ist das momentan so vom Aufnehmen für mich auch mit am gemütlichsten, weil, wow, hallo, ey, die Amöben, die sind ja ganz schön flink, ey. So habe ich die irgendwie gar nicht in Erinnerung. So, ich laufe jetzt mal dahin, wo wir eigentlich den Boy nahe finden würden. Wer die letzten Folgen nicht gesehen hat, der wird sich bestimmt fragen, was für ein doofes Wort ich hier die ganze Zeit verwende. Aber der heißt wirklich so. Ich weiß nur nicht, ob ich den nicht womöglich falsch ausspreche. Hallo, ihr blöden Amöben, könnt ihr mich jetzt mal bitte in Ruhe lassen? Ich habe hier... Ah, nein, es... Hallo? Achso, hier ist so eine unsichtbare Wand. Ja, sag doch was, Spiel, ey. So, jetzt kann ich euch gar nicht in Ruhe zeigen, wo ich euch das eigentlich zeigen wollte. Also da, an diesem komischen Schniepel hier, wartet mal, ich zeige euch das gleich nochmal auf der Karte. Also hier würden wir eigentlich den Boyner finden, so. Also hier so in der Ecke, ne? Da unten haben wir nämlich diesen anderen zweiten Ausgang vom Nebelmoor. Und ja, wenn wir da mal irgendwie das Nebelmoor betreten könnten, wäre das natürlich super, weil dann könnten wir uns den ganzen Weg quer durchs Nebelmoor sparen. Aber hier würden wir den antreffen. Und das ist auch der Augenblick, wo ich dann sage, ja, wir sehen uns gleich, sobald ich dieses Vieh gefunden habe oder auch irgendein anderes grünes. Wer weiß, was hier sonst noch für grüne Viecher rumkraucheln. Also, bis gleich. So Leute, das sieht jetzt hier schon wieder ganz gut aus. Mir sind gerade noch so zwei Sachen eingefallen, als ich hier rumgelatscht bin und nach den Amöben und Fröschlein gesucht habe. Also Glenis habe ich nicht mit drin. Ich habe da vorhin total den Murks erzählt. Ich hatte kurzweilig überlegt, sie wieder mit reinzubringen, weil ich ganz vergessen hatte, dass ich Paris irgendwann mal mit in meinem Trupp aufgenommen habe und bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Und ich hatte auch einen anderen Punkt gar nicht zu Ende erzählt, nämlich die Frage oder das Thema, warum The Last Remnant für mich momentan, schon wieder diese unsichtbare Wand, wie ich da mal wieder drauf reinfalle, für mich momentan einfach am entspannendsten ist, weil ich bei Final Fantasy natürlich dadurch, dass ich das blind spiele, auch ein bisschen konzentrierter bin, ja, und ein bisschen aufgewühlter auch bin, weil ich ja immer nicht weiß, was da so passiert und was da auf mich zukommt und so und überhaupt. Und das für mich auch mehr wie soll ich sagen, Stress wäre jetzt irgendwie ein bisschen zu negativ behaftet, aber die Kämpfe sind halt schon ein bisschen hektischer als hier zum Beispiel, wo ich mich ganz in Ruhe für irgendwelche Möglichkeiten entscheiden kann. Und bei Blue Dragon ist das so ähnlich, ne, weil da kommen ja die ganzen Gegner immer aus dem Boden gehoppelt und da weiß man immer nie, wo vorne und hinten ist. Und The Last Remnant, obwohl das wahrscheinlich von den drei Spielen mit das schwierigste Spiel ist in bestimmten Punkten. Ja, es gibt wahrscheinlich Leute, die jetzt sagen, nein, stimmt nicht. Für mich persönlich ist das jetzt nicht unbedingt der einfachste Vertreter, aber ja, das wollte ich nur noch mal zu Ende führen, weil ich mag das immer nicht, auch wenn ich selber mir irgendwelche Let's Plays angucke und da fangen dann Leute Sätze an und beenden die dann letzten Endes nicht. Das wollte ich noch mal eben kurz zum Besten gegeben haben. Und vielleicht noch mal eine kleine Randinfo zu den ganzen Gegnern hier. Also, es gibt hier, als ich mir mal aufgeschrieben habe, welche Gegner hier nicht auftauchen dürfen, da ist auch ein Gegner mit dabei gewesen, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe. Warte mal, ich muss mal gucken, dass ich jetzt auf mein Zettel gucke, aber nicht gleichzeitig in irgendeinen Gegner reinlatsche, bin ich jetzt hier in Sicherheit. Ja, der hieß irgendwie Dia...
Trümer oder so. Ganz komisch, habe ich noch nie gelesen, aber der heißt so. Und der sah irgendwie auf dem Bild ziemlich stark aus. Und ich frage mich gerade die ganze Zeit, wann wir diesem Gegner über den Weg laufen und überhaupt und ja und so, ne? Wisst ihr Bescheid oder auch nicht? Auf jeden Fall laufe ich jetzt diesmal nicht gegen die unsichtbare Wand, habe ich mir ganz fest... Und da ist sie, ich glaube, da ist sie. Sehr schön, ich wollte gerade schon wieder zum nächsten Cut ansetzen und sagen, also ich glaube, dass sie das ist, zumindest ist die Lage perfekt. Aber guck mal, habe ich euch das gut beschrieben oder habe ich euch das gut beschrieben? Das hat doch mal echt gut funktioniert, oder? Guck mal, Boina. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, aber dieses Vieh möchte ich mir jetzt natürlich mehr als gerne krallen. Und bin mal echt gespannt. Also ihr habt das ja gesehen, ne? Unterwegs waren wirklich nur Amöben und Frösche. Ich glaube, als ich dem da vorhin nicht über den Weg gelaufen bin, habe ich vielleicht irgendeinen anderen grünen Gegner nicht gefunden oder übersehen, der hier zeitgleich auch gewesen ist. So, den Turbo-Modus, ja, den lasse ich mal ausgeschaltet für die erste Runde. Würde mal sagen, wir tarnen mit dem ersten Verband, denn der bietet mir hier gerade irgendwie nichts Besseres an. Hier probieren wir mal Angriffe aus der Ferne. Kloppi-Verband geht natürlich in den Nahkampf und mit denen hier werden wir... was denn verteidigt uns? Abwehren, okay. Tarnt sie? Nö, dann würde ich sagen, hier greifen wir mal mit mystischen Künsten an. Und schauen mal, was jetzt passiert. Verband Nummer 1. Also dadurch, dass wir jetzt mehrere Verbände haben und sich der Gegner, zumindest wenn wir von einem einzelnen Gegner sprechen, auf irgendwelche anderen Verbände konzentrieren kann, müsste Tarnung eigentlich recht sinnvoll sein, weil wir ja dann nicht Gefahr laufen, dass die zufällig irgendwie doch erwischt werden oder so. Also habe ich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen blöd erklärt, aber vielleicht versteht man trotzdem, was ich meinte. So, unsere Moral kann noch ein Stückchen nach oben gehen. Hey, ich dachte, Reizen erhöht auch die Moral. Jetzt bin ich ja schon wieder etwas verwirrt. Lähmen hat leider gerade nicht geklappt. Es sieht so cool aus, oder? Mit den beiden Yamas und dann Jäger mittendrin. Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingsverband. Auch wenn da nicht alle meine Lieblingscharaktere drin sind. Ne, mein Lieblingsverband ist, glaube ich, der jetzt mit Rush, Sedmon und Torgeil. Ja, das ist irgendwie cool. Also Verband Nummer 3 hat jetzt irgendwie... Ich mache den Turbo-Modus mal wieder an. Verband Nummer 3... Warte mal, ich muss mal erstmal mir was aussuchen, dann sage ich euch, was ich eigentlich sagen wollte. So, hier werde ich mal demoralisieren nehmen. Hier wird mir komischerweise wieder Kampfkünste angeboten, obwohl ich eigentlich zaubern wollte. Ist okay. Hier nehmen wir auch die Kampfkünste. So, irgendwie wird mir hier für den vierten Verband immer ganz komisches Zeug angeboten, was ich eigentlich alles gar nicht haben will. Hier, so würde ich mal sagen, sollen die mal improvisieren. Ja, weil der Verband Nummer 3 ist jetzt total der Yama-Verband. Verband Nummer 1 ist total der Sovani-Verband. Nummer... Obwohl, ne, eigentlich müsste ich Ellen dann noch damit reinpacken, ne? Dann wäre das ein richtiger Sovani-Verband. Und dann wäre Verband Nummer 4 total der Menschenverband. Ja. Ich habe übrigens, als ich diese neue Anordnung vorgenommen habe, mir auch nochmal angeguckt, ob vielleicht irgendwelche anderen Formationen noch besser sein würden. Und aber diese Kirchenglocke, bei der bin ich jetzt geblieben für alle. Weil die so von den Werten, also von diesen vier Grundwerten irgendwie am besten ausgesehen hat. Und ja, mal gucken, ne, ob das so funktioniert. Wenn nicht, haben wir ja Alternativen, auf die wir umschwenken können. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ja, also der gute Boiner oder die gute Boiner, keine Ahnung, ob männlich oder weiblich, hat hier irgendwie jetzt nicht so viel entgegenzusetzen. Also ich bin deshalb jetzt auch sehr... Wow, ey, ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, wie viel Schaden der Dauerfrost überhaupt hier ausrichtet. Also das war gerade schon echt total der Wahnsinn. Wow, und die gewaltige Drachenramme. Aber der verträgt eine ganze Menge, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt schon wieder nicht die, die HP aufgeschrieben, die die haben. Aber ich glaube, jetzt blinkt der immerhin. Ich glaube, der hatte irgendwie 200.000 oder so in der PC-Version. Und aber gut, solange die uns jetzt hier nicht irgendwie... besonders viel Schaden zufügen, brauche ich mir da auch keine Sorgen zu machen. So, und jetzt nochmal, es tut mir echt leid, ich habe das schon so oft in den Kommentaren gelesen und das bisher immer ein bisschen vermasselt. Ich sehe ja unten links
dass die so komisch golden leuchten und dass sie auch dann ihre Spezialattacken anwenden können. Ich gelobe Besserung, ich werde da zukünftig ein bisschen genauer drauf achten und davon absehen, immer so blöd zwischen den Gegnern hin und her zu switchen, ja. Also man kann im Vorfeld erkennen, ob Spezialattacken zur Verfügung stehen und ich neigte jetzt in den letzten Folgen immer mal wieder dazu, ja, von Gegnerverband zu hüpfen und zu gucken, ob wir da irgendwie irgendwas, den Gayborg zum Beispiel, anwenden können. Und ja, warum habe ich Maddox eigentlich mit drin? Maddox wollte ich doch auch schon seit Ewigkeiten mal rausnehmen, ne? Ich glaube, der hat sich irgendwie doch immer ganz gut drin behalten. Ich weiß gar nicht mehr, warum letzten Endes, aber okay, das soll mich jetzt erstmal nicht wurmen. Und ich werde das übrigens in diesem Part, oh, Pagos hat seinen Schutz verbessert. Ich werde das in diesem Part etwas... Yay! Und wir haben den gefangen. Sehr, sehr schön. Ohne regelmäßige Torpedoschuppe und einen Sirenenkern. Für den Sirenenkern werde ich das jetzt zerlegen. Das Ding. Ja, du bist nicht männlich, du bist nicht weiblich. Du bist einfach nur ein dickes, fettes Das. Ja, okay. Damit haben wir das hier erledigt. Und ich werde das nicht wie im letzten Part machen, dass ich mir jetzt sofort meine Belohnung abhole, sondern... wow, okay, ich möchte eigentlich nicht gegen Amöben kämpfen. Ich möchte nicht, dass das hier so ein XXL-2-Stunden-Part werden wird, sondern möchte jetzt direkt zum nächsten Gegner rüber, der irgendwie, glaube ich, nicht ganz so einfach zu spawnen sein soll. Also der Vorteil ist, dass wir den nächsten Gegner recht nah im Eingangsbereich finden müssten. Und ich hoffe natürlich, dass das in der PC-Version vielleicht ein bisschen einfacher ist. Und so wie ich das verstanden habe, ist unser nächster Gegner, den wir suchen... Warte mal, wie heißt der denn? Vogelschwinge, genau. Mein schlauer Zettel ist echt total Gold wert. Der unterliegt keinen Gegnern, die jetzt hier irgendwie in der näheren Umgebung sein dürfen, müssen, könnten überhaupt. Und es war die Rede davon, also hier ungefähr müsste der Spawn, ja toll, danke für den unglaublich wunderprächtigen Überraschungsangriff. Genau das kann ich jetzt gebrauchen. Denn es war die Rede davon, dass der manchmal irgendwie so ein bisschen, ja so ein bisschen, kompliziert ist, was seine Spawn-Bedingungen anbelangt. Und ich hatte gelesen, dass es gar nicht so verkehrt ist, irgendwie ein paar von diesen Ivaloks hier zu töten, weil die zeitgleich, also dieser grüne Gegner zeitgleich mit anderen Gegnern hier irgendwie spawnen. Ach, keine Ahnung. Eigentlich habe ich die Hälfte nicht verstanden, aber ist auch egal. Das ist der einzige Ivalok-Kampf, wo ich euch jetzt drin lasse. Und ich will euch nochmal ganz kurz auf der Karte zeigen, wo genau wir uns jetzt befinden, wo wir diesen Gegner auch finden. Und ja, wir holen oder wir sehen uns dann wieder, wenn der dann da ist. Aber erstmal räumen wir diesen Ivalok aus dem Weg, der gerade echt zäher ist, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken. Nee, warte mal, vorher kann ich ja noch die Befehle verteilen. Greift aus der Ferne an. Ja, Dauerfrost. Ich glaube, ist mit einer meiner neuesten Lieblingszauber. Den finde ich irgendwie total klasse. Zumindest in den letzten Parts, bei den letzten Gegnern, hat er uns echt gute Dienste erwiesen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ne? So. Jetzt blinkt er immerhin schon die Drachenramme. Hätte den Sack vielleicht zumachen können, aber da haut er jetzt einfach mal wieder total blöd daneben. So, das müsste jetzt aber trotzdem die letzte Runde sein. Yay, Akalas Wut. Ich warte natürlich immer noch sehnsüchtig darauf, dass wir irgendwann mal die 100 Blumen oder den Beowulf anwenden können. Da bin ich echt gespannt drauf. Also auch wenn, wenn ich jetzt hier auf der Suche nach diesem Gegner... Guck mal, Nachtblütensamen. Ist ja cool, davon haben wir keine. Das ist doch dieses eine Item, was dieser Assistent aus Melfina sich mal... also nee, der Forscher aus Melfina, wir waren ja sein Assistent, sich gewünscht hat. So, also guckt mal, dieser komische Kreis, in dem ich jetzt stehe hier, direkt am Eingang quasi, hier müssten wir dann den die Vogelschwinge sehen, ne, wenn sie denn hier wäre. Und da werde ich jetzt die ganze Zeit rein und rauslatschen, in der Hoffnung, dass wir den bald zu Gesicht bekommen. Und ja, sollten wir dann unterwegs, wenn ich den dann vor mir habe, sollten wir da irgendwas an Besonderheiten auffallen oder so, dann lasse ich euch das natürlich wissen. Ach, sieh mal einer an. Direkt beim nächsten Versuch. Ah, nee, ist eine Schlangenmotte. Ah! Okay, das war jetzt natürlich total blöd. Aber ich glaube, da, wo die Schlangenmotte jetzt hier war,
Da würde ich jetzt auch die Vogelschwinge finden. Und alles klar, hat mich das Spiel mal eben total getrollt, ey. Na, schaut mal, wer da schlummert. Das ist doch nicht etwa eine Vogelschwinge. Ja, also gar keine Besonderheiten hier auf dem Weg. Wir sehen links von mir Mandragoras. Und ja, die war da halt einfach so, ne? Keine Ahnung. Hat beim 11. Versuch geklappt. Also ich hatte schon kurzweilig überlegt, ob ich vielleicht irgendwas falsch mache. Aber da haben wir sie und ich würde mal sagen, gehen wir doch direkt in den Angriff über. Und ich hatte wirklich kurzzeitig überlegt, ob wir nicht vielleicht erstmal ein paar von diesen Ivaloks töten müssen, weil ich weiß nicht, ob da im Hintergrund nicht vielleicht so ein Mechanismus drin ist, dass nur eine bestimmte Anzahl von grünen Gegnern in Dungeon XY sein können und wenn die aus dem Weg geräumt werden, dann spawnen vielleicht wieder neue oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gerade irgendwie beruhigt, dass das jetzt hier geklappt hat und werde mit diesem Verband mal in den Tarnmodus gehen. Ich habe den Turbo-Modus ausgeschaltet. Das heißt, wir können uns die erste Runde jetzt ganz gemütlich zusammen angucken und alles bis in Grund und Boden durchanalysieren. Und mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, was habe ich denn mit denen hier genommen? Das sind, glaube ich, physische Angriffe. Keine Ahnung, ich muss mich auch wieder ein bisschen darauf einstellen, dass das vielleicht auch ein mega starker Gegner sein wird. Ich bin hier momentan irgendwie in meinem ganz persönlichen Gemütlichkeitsmodus und denke mir immer so, ach, ist ja schön. Wow, ey, der Doppelstich, der hat aber gerade echt viel an Damage ausgeteilt. Also Rush ist echt, würde ich mal sagen, der totale Garant für viel Schaden, unabhängig davon, ob er physisch oder magisch angreift. Großbrand hat ihm jetzt nicht allzu sehr wehgetan, ist aber, glaube ich, auch bei einzelnen Gegnern gar nicht mal so effizient. Da sind, glaube ich, diese ganzen Hiebe und Schläge, die wir austeilen können, dann doch sinnvoller. Also bisher war der Doppelstich irgendwie am besten gewesen. Gucken wir mal, vielleicht kriege ich den nochmal hier. Ja, guck mal, hier ist nochmal der mächtige Doppelstich. Soll ich den mal nehmen? Wir probieren das jetzt einfach mal, auch wenn Verderben natürlich ebenso verlockend ist gerade, aber irgendwie hat mir das gerade zu viel Schaden gemacht. Mit der Wii probiere ich auch mal den Doppelstich, gucken wir mal, was der so an Schaden austeilt. Hier würde ich sagen, gehen wir auf die Kampfkünste. Wow, was hier schon wieder angeboten wird. Die haben ja echt ordentlich was angesammelt. Und hier würde ich sagen, demoralisieren wir den guten Gegner oder nicht so guten Gegner. Das kann ich noch nicht so einschätzen. Aber es war, glaube ich, eine gute Idee, jetzt hier auf den Doppelstich zu gehen. Ja, Davi hat natürlich dadurch, dass er jetzt nicht so der physische Kämpfer ist, weitaus weniger Schaden ausgeteilt. Aber sein Doppelstich ist auch erst auf Stufe 3. Während der von Rush ja schon sein Maximum mit Stufe 5 erreicht hat. So, gucken wir mal, was jetzt... Wow, also Paris-Täuschung hat uns gerade echt vorangebracht und die Schwogelfinge, genau. Die hat uns jetzt, die blinkt jetzt, wollte ich eigentlich sagen. Meine Güte, ey, ich bin schon wieder total durcheinander. So, ja, da links sehen wir das jetzt schon wieder, ne? Also hier so komisch gold-wabrige Einfärbung, bedeutet, dass wir den Omnischlag nehmen können. Der war ja echt Pipifax, der Gegner, muss ich sagen. Also die sind hier im Moment alles andere als wirklich herausfordernd, die grünen Gegner. Und ich glaube, das sind alles so Viecher, die auch in den Gildenquests auch... Wow, das hat wehgetan. Die in den Gildenquests auch mit 4 Sternen oder so gekennzeichnet sind. Also gar nicht mal so einfach. Oh, oh, oh nein. Oh, Backe, war das knapp. Ja, irgendjemand ist gerade ausgewichen aus dem Davi-Verband. Ansonsten wären wir womöglich hinüber gewesen mit dem. Da hätte ich mich jetzt aber mal wieder in Grund und Boden geärgert. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Könntet ihr jetzt die Vogelschwinge bitte töten? Danke. Denn sie fing hier langsam an, etwas unbequem zu werden. Aber nur etwas, ne? Aber immerhin haben wir sie. Die Vogelschwinge respawnt übrigens. Dieser komische Boiner hingegen nicht. Ja, toll, deswegen haben wir jetzt hier wahrscheinlich keinen gefangen.
Aber ich glaube nicht, dass ich jemals hier wieder nach der Vogelschwinge suchen werde. Dafür war die mir jetzt irgendwie zu unspektakulär, auch wenn die wahrscheinlich auch ganz geile, seltene Komponenten beinhaltet oder beherbergt oder in sich trägt oder in seinem Maul hat oder in irgendwelchen Nasenlöchern oder so. Ach, was weiß ich. Ich werde jetzt erstmal gucken, was wir an Belohnung kriegen. Und ja, die sind, glaube ich, alle immer mit mehreren Sternen gekennzeichnet gewesen. Und ja, keine Ahnung, ich frage mich da... Ah, nee, wartet mal. Ich glaube, diese Gegner... Also mindestens einer von denen, wenn nicht sogar beide, sind in dieser neuen Gilde hier in Atmum freigeschaltet gewesen, die ich mir fürs Ende aufheben wollte, also sprich für die zweite Folge, wo ich seltene Monster jage, weil ich mir irgendwie dachte so, naja, neue Gilde hat dann wahrscheinlich auch schwierigere Gegner und so in petto, aber ja, also schwer ist anders, würde ich mal sagen, ne? Also vielleicht meinen die mit schwer, dass es schwer ist, die zu finden oder die ausfindig zu machen. Also wenn ich das nicht in Wikipedia nachgeschaut hätte, wäre ich wahrscheinlich niemals drauf gekommen, wo ich die bekomme. Und ja, meine Suche nach Jervar war, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen sinnfrei, denn auch hier habe ich in den Kommentaren von euch gelesen, dass Jervar wahrscheinlich gar nicht anzuheuern ist. Und deswegen habe ich mir da umsonst Sorgen gemacht. Aber schaut mal, wir haben hier Tatsache beide Monster. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Was kriegen wir denn für den guten Boiner? Plan 3 und ein bisschen Taschengeld. Und hier genau das Gleiche. Na gut, wir haben übrigens, also als ich nach dem nach der Vogelschwinge gesucht habe, da habe ich auch immer mal wieder so komische Einmalgrabungspunkte am Boden gesehen. Und die haben ab und zu mal ein bisschen Geld abgeworfen. Ja, also falls ihr euch jetzt fragen solltet oder ganz akribisch mitverfolgt, wie sich mein Finanzhaushalt hier entwickelt in diesem Spiel, dem sei diese Info eben mit auf den Weg gegeben. So, ich würde mal sagen, dass wir jetzt hier erstmal alles haben, was ich machen wollte. Und... ja, wie es jetzt im nächsten Part weitergeht, das weiß ich noch nicht, aber ich werde wahrscheinlich nochmal wegen den Nebenmissionen gucken. Keine Ahnung, ob ich das schon mal gemacht habe vor meinem ja, ersten Urlaubsteil sozusagen. Ansonsten mache ich das halt nochmal, bricht mir ja auch kein Zacken aus der Krone. Und sollte ich da nicht fündig werden, dann wird es entweder mit der Hauptstory weitergehen oder ich kümmere mich darum, diese ganzen Waffen nochmal herzustellen. Also wir haben ja auch noch diverse Gildenquests, wo es heißt, erstelle oder erlange Waffe XY. Aber das erfordert eine ganze Menge an Vorbereitungszeit und an Rechenzeit und an Rumprobierzeit und wo kann ich was kaufen und was muss ich tun, um Waffe XY herzustellen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Zeit jetzt aufbringen kann und die Gildenquests werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal probieren. Allerdings weiß ich noch nicht, ob das im nächsten Part so sein wird, ne? Also lasst euch bitte einfach überraschen. Ich danke euch fürs Einschalten. Hoffe, dass ihr meine Stimme nicht allzu widerlich fandet. Schnief, ja. Und hoffe, dass wir uns auch im nächsten Part wiedersehen. Macht's gut. Ciao.